وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir begrüßen euch recht herzlich, liebe Geschwister, und sind sehr erfreut, dass es noch viele gläubige Gesichter gibt, wo Alhamdulillah Rabbil Alamin, in einer Welt, die mehr als verdorben geworden ist, in einer Welt, wo viele Leute sich dafür entschieden haben, in das Höllenfeuer hereinzugehen, in einer Welt, wo die Leute nicht Allah Azza wa Jal anbeten möchten, sondern alles andere außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Einer Welt, wo wir kritisiert werden als Muslime, weil wir die Leute zum Guten rufen. Und schaut, liebe Geschwister, wenn ein Feuerwehrmann in einem Haus hereingeht und Leute vor einem brennenden Feuer heraushilft, wie wird dieser Feuerwehrmann angesehen? Sagt es mir, wird man gut oder schlecht über ihn reden? Er ist ein Held. Wir wollen aber die Leute nicht vor einem brennenden Feuer im Diesseits retten. Wir wollen die Leute vor einem ewigen Höllenfeuer im Jenseits befreien, liebe Geschwister. Warum? Wir lieben das Gute nicht nur für uns, wir lieben es auch für die anderen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Keiner von euch ist wirklich gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Wir lieben für unsere Geschwister, auch wenn wir wissen, dass sie auf einem falschen Weg sind. Wir wissen, viele unserer Geschwister trinken Alkohol. Viele unserer Geschwister, sie begehen Zina, wal-iyadu billah. Viele unserer Geschwister, sie machen Wettspiele, Lotterie und diese Sachen, die Allah Azza wa Jalla verboten hat. Viele unserer Geschwister sind nicht erzogen worden, aber trotzdem sind sie unsere Geschwister und wir lieben es, wenn wir sie zurückgewinnen, denn wir wissen, genauso wie wir damals auf dem falschen Weg waren und erkannt haben, dass die Zufriedenheit nicht mit materiellen Werten zu tun hat. Schließlich sind doch alle hierher zurückgekommen. Sie konnten doch damals machen, was sie wollten. Sie haben doch gelebt, wie sie wollten. Aber hat es sie zufrieden gemacht? Antwort bei Allah, nein. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Und so wart ihr früher. So wart ihr früher, nicht recht geleitet, auf einem falschen Weg. Ihr wart schon auf der Kante des Höllenfeuers. So hat Allah euch recht geleitet von diesem Höllenfeuer. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nicht nur ein Feuerwehrmann zu sein, der eine Person aus dem Höllenfeuer rettet. Wir wollen, liebe Geschwister, so viele Menschen wie möglich aus dem Höllenfeuer retten. Es gibt Leute, der sagt dir jetzt in dieser Zeit, ich möchte nicht von dir gerettet werden. Wird er das Yawmul Qiyamah sagen? Er wird das nicht sagen, sondern er weiß, da wird er die größte Schande erleben, die größte Strafe erleben. Allah hat uns dieses im Koran klar gemacht. Hatta idha jaa ahaduhum al-maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Und wenn dann zu einem von ihnen der Tod kommt, Allah beschreibt diese Situation von einem jeden reuigen Diener, der weiß, dass er falsch gelebt hat und der weiß, dass jetzt ihm Strafe blüht. Und wenn dann zu einem von ihnen der Tod kommt, so wird er sagen, O mein Herr, schicke mich zurück zur Dunya. Schicke mich zurück, ja Allah. Warum? Damit ich etwas an guten Taten machen kann von dem, was ich vorher nicht getan habe. Schaut mal, deswegen will er zurück. Wir wollen nicht, dass jemand diese Situation erlebt. Das wird ein schwerer Moment sein. Jeder kann hier tun und sagen, was er will. Aber wann ist der Moment der Wahrheit, wenn der Todesengel auf uns herabsteigt? Bei Allah, dann wirst du nur das machen können, was Allah Azza wa Jal Subhanah in dir gesehen hat. Warst du ein Frevler, einer, der Allah Azza wa Jal nicht geliebt hat, den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht gefolgt ist, so wirst du anders von dem Todesengel empfangen, als wenn du zu denjenigen gehört hast, die gläubig waren, die auf die Begegnung Allahs Azza wa Jal gehofft haben. Und diejenigen, die gesagt haben, würde ich doch jetzt schon Allah Azza wa Jal begegnen, diese Leute wird Allah Azza wa Jal ehren, Subhanahu wa Ta'ala. Daher gehört zu dieser Gruppe, liebe Geschwister, die bemüht sind,
den Leuten das Gute beizubringen, die bemüht sind, auch wenn die Leute einen dafür kritisieren, dass wir unsere Geschwister vom Höllenfeuer erretten. Wie viele Leute haben uns beschimpft, wo wir sie zum Guten gerufen haben? Jetzt schaut, Alhamdulillah, sie sind vielleicht bessere Gläubige als wir geworden. Walhamdulillah, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Das ist die Gunst Allahs, er gibt sie, wem er will. Wallahi, unser Bruder oder unsere Schwester, die heute verloren sind, morgen könnten sie bessere Gläubige werden, als wir, die hier sitzen und schon jahrelang praktizieren. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich erinnere euch immer nur an eine Sache, liebe Geschwister. Viele Geschwister, sie haben vieles falsch gemacht. Aber es braucht bei einem oder dem anderen nur ein Klick und du wirst sehen, dass er innerhalb von einem Tag, ich rede nicht von 10 oder 100 Tagen, sofort bereit ist, sein gesamtes Leben zu ändern. Stimmt? Das ist, weil Allah Azza wa Jal ihm etwas in seinem Herzen eingegeben hat. Weil Allah Azza wa Jal weiß, dass es in seinem Herzen etwas Gutes gab. Deswegen hat Allah ihn auch nicht sterben lassen, bevor er rechtgeleitet wurde. Nein, Allah hat ihm die Zeit gegeben, bis er rechtgeleitet wurde. Wie Allah Azza wa Jal sagt, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Hätte Allah in ihnen etwas Gutes gesehen, in den Herzen der Diener, so hätte er sie wahrlich hören lassen, bedeutet verstehen lassen. Er hätte sie recht geleitet. Möge Allah Azza wa Jal uns immer auf dem Weg der Rechtleitung befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister, die Brüder und die Schwestern, die momentan im Irrtum sind, möge Allah Azza wa Jal sie alle zurückholen zu unseren Menschen. Und eine Sache solltet ihr wissen, liebe Geschwister, vergrault nicht eure Geschwister. Vergrault nicht eure Geschwister. Es kommen Brüder und Schwestern rein, sie waren noch nie in einer Moschee. Und sie haben vielleicht die Nachrichten der Kuffar geschaut. Und ihr wisst, die Kuffar lügen über den Islam. Seit der ersten Minute vom Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wo sie über ihn schon gelogen haben, so lügen sie auch immer weiter in dieser heutigen Zeit. Wir wissen, dass sie lügen. Wallahi al-Azim, das sollte man verstehen. Sie interessieren uns nicht. Wenn wir Yawmul Qiyamah vor der Entscheidung stehen, Entscheidung Allahs und es ist nur seine Entscheidung, Paradies oder Höllenfeuer, wirst du an andere Leute denken. Du wirst nur an wen denken? Nur an dich selber. Deswegen, diese Leute interessieren uns nicht. Aber wir wollen uns um unsere Geschwister kümmern. Und wenn sie in die Moscheen hereinkommen, es kann sein, dass eine Schwester reinkommt, sie hat kein Kopftuch, dann soll man sie nicht böse angucken. Und du, oh Schwester, hast du nicht vor einiger Zeit nicht noch schlimmere Sachen angehabt als die Schwester, die jetzt hereinkommt? كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. So wart ihr früher gewesen. So hat Allah euch recht geleitet. Und du, Bruder, du brauchst auch einen nicht komisch anzugucken, wenn er in die Moschee hereinkommt und noch nicht richtig weiß, wie er sich verhält. Warst du nicht damals schlimmer als er? Vielleicht hast du schlimmer getanzt als er. Vielleicht hat er nur bei Techno getanzt. Du hast bei allem getanzt. Du weißt es nicht. Vielleicht warst du schlimmer als er. Deswegen, wo ist unsere Barmherzigkeit? Wo ist unsere Liebe zu unseren Geschwistern? Walhamdulillah, wir wissen, Allah ist in der Lage, jedes Herz recht zu leiten. Deswegen urteile du nicht dieses Herz ja und dieses Herz nein. Allah hat schon bereits bestimmt, wer in das Paradies kommt und wer in das Höllenfeuer kommt. Möge Allah Azza wa Jal uns alle in das Paradies eingehen lassen. Liebe Geschwister, wir machen gerade eine Reihe über das Thema Schluss mit der Jahiliyyah. Was haben wir gesagt? Was bedeutet das Wort Jahiliyyah? Was bedeutet das Wort Jahiliyyah? Hassan. Vorislamische Zeit also. Das ist die vorislamische Zeit, eigentlich die Zeit, wo es noch keine Gesandten gab, wo die Leute im Dunkeln, in der Finsternis gelebt haben. Natürlich jeder, der bevor er rechtgeleitet wurde, hat so eine Phase durchgemacht. Er hat anders gelebt, als wie Allah subhanahu wa ta'ala es für ihn bestimmt hat. Jeder hat so eine Zeit gehabt. Aber was ist das Wichtige für uns? Nachdem wir erkannt haben, dass Allah azza wa jal uns rechtgeleitet hat, so dürfen wir nicht weitermachen mit dem alten Leben, was wir früher gelebt haben. Das ist eine Art und Weise, sich bei Allah zu bedanken. Überlege, Allah leitet dich recht und er öffnet dir alle Türen zur Rechtleitung. Daraufhin schlägst du die Tür zurück zu und sagst, ja Allah, ich möchte gar nicht rechtgeleitet werden. Walayyadu billah. Was für ein Verlierer diese Person ist. Und wir wollen nicht zu dieser Gruppe gehören, sondern wenn Allah Azza wa Jalla uns alle Türen der Rechtleitung öffnet, dann versuchen wir durch diese Türen hindurchzugehen. Und daher, das ist das Thema, worüber wir reden. Wir haben darüber geredet, dass wir Schluss machen mit der Zina, dass wir Schluss machen mit dem Alkohol trinken. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir darüber reden, dass wir auch Schluss machen mit einem schlimmen, widerlichen Charakter.
O mein Bruder und o meine Schwester, wenn du hörst, warum die meisten Menschen in das Höllenfeuer hereingehen, so höre es nicht von Abu al-Bara, höre es vom Gesandten Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam, su'ila al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam an akthara ma yudkhilu an-nas al-Jannah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt nach den Gründen, warum die meisten Leute in das Paradies hereingehen. Faqala, so sagte er, was sind die Gründe, warum die meisten Leute in das Paradies hereingehen? Muhammad. Der gute Charakter und Gottesfurcht. At-Taqwa, die Gottesfurcht, wa husnul khuluq, und der gute Charakter. Allahu Akbar. Der gute Charakter ist einer der häufigsten Gründe, warum jemand in das Paradies hereingeht. Denn das Höllenfeuer akzeptiert keinen außer einem Mutakabbir, einem Hochmütigen, einen Arroganten, einer, der sich besser sieht als die anderen Leute, einer, der über die anderen Leute hinwegsieht. Dieser ist für das Höllenfeuer bestimmt. Aber das Paradies, liebe Geschwister, so liebt es diejenigen, die gottesfürchtig sind und einen guten Charakter haben. وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. Und er wurde genauso gefragt, was sind die häufigsten Gründe, warum Menschen in das Höllenfeuer hereingehen? So sagte er ebenfalls zwei Gründe. Welche sind sie? Ich will, dass wir zusammenarbeiten, liebe Geschwister. Ich mag nicht, wenn ich nur alleine rede, sondern ich beziehe euch immer mit ein, bevor ihr einschläft hier. Na, Mohammed hatten wir schon. Weiter. Was sind die zwei häufigsten Gründe, warum Leute in das Höllenfeuer hereingehen? Bitte schön. Die Zunge und das, was zwischen den Beinen ist. Sehr gut. Die Zunge und das Geschlechtsteil. Wie viel Übel kann man mit diesen beiden Dingen anrichten? Genug. Schließlich sind sie Gründe, warum die meisten in das Höllenfeuer hereingehen. Lasst uns hören, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war. So sagte Sa'd ibn Hisham ibn Amir radiyallahu anhu arda, ya umma al-mu'minin, er fragte Aisha radiyallahu anha, anbi'ini an khuliqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Bitte berichte mir, wie war der Charakter vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was fragen diese Leute? Fragen diese Leute nach etwas Gewichtigem bei Allah, ja. Nach etwas Wichtigem, ja. Und schaut, was unsere Fragen in der heutigen Zeit sind. Wir sollten nach was fragen? Nach Dingen, die wir, Yawmul Qiyamah nutzen können, liebe Geschwister. Sage mir, O Ummul Mu'minin, Mutter aller Gläubigen, sagte Sa'd, radiyallahu anh, wie war der Charakter des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam? Qalat, alasta taqra'u al-Qur'an? Liest du etwa nicht den Koran? Qultu bala. Er sagte ja. Damals haben sie den Koran gelesen. Heute lesen wir nicht Koran, sondern Roman. Und Dolph, der Kickboxer, er trug sie mit seinem schwellenden Bizeps die Treppen hoch, bis er mit ihr zusammen runterfing. Das sind Seiten, die wir heute lesen. 200, 300, 400 Seiten. Liest du nicht den Koran? Fragte Aisha radiallahu anha. Er sagte doch, ich lese ihn. So sagte Aisha radiallahu anha, und sie war die Ehefrau des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alaihi wa sallam kana al-Qur'an. Der Charakter des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam war der Qur'an. Ich will es dir erklären, alles, was du an Gutem findest, wozu Allah uns ermahnt, und wie viele Ayat gibt es mit Ya ayyuhal ladhina amen. Was heißt Ya ayyuhal ladhina amen? Oh, ihr? Die ihr gläubig seid. Abdullah ibn Mas'ud sagte, radiallahu anh, wenn ihr diese Ayah hört, dann spitzt eure Ohren, weil Allah will jetzt was? Er will was von euch. Ya ayyuhal ladhina amen. Einmal hat ein Bruder im Gebet vorgelesen. Er hat vorgebetet. Und irgendwann, und ihr wisst, die Ayat sind viele mit Ya ayyuhal ladhina amanu. So fing er an, er sagte Ya ayyuhal ladhina amanu. Und dann wusste er nicht weiter. Einer hat weitergemacht. Wie kannst du weitermachen? Du weißt doch nicht, was er liest. Es gibt zig Ayat. Und hier seht ihr, was Riya wal ayyadu billah ist. Dass man sich zeigt vor den Menschen. Ich kannte die Ayat. Und wer hat dir gesagt, er wollte das lesen?
Schaut, liebe Geschwister, sein Charakter war der Koran. Was steht im Koran? Und seid geduldig. Der Prophet sallam gehörte zu den Geduldigsten. Und verzeiht den Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehörte zu denjenigen, die am besten und am meisten verziehen haben. Allah azza wa jall hat von uns erwartet, dass wir standhaft sind. Der standhafteste war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagt uns im Koran und spricht Gutes zu den Menschen. Die besten Wörter kamen aus dem Mund des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagt Allah azza wa jall, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und du bist wahrlich vom besten Charakter. Was bedeutet diese Aya? Sheikh Muhammad Amin al-Shinqiti rahimullah ta'ala hat sie wunderschön erklärt. Er sagte, fauqa kulli khuluqin azim mutamakkin minhu. Das sind die höchsten Eigenschaften, die man besitzt. Diese Eigenschaften hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inne. Allahu Akbar. Das heißt, er ist nicht den Eigenschaften hinterhergelaufen, indem es ihm schwer fiel, diese Eigenschaften anzunehmen. Nein, vielmehr sind diese Eigenschaften ihm hinterhergelaufen. Allahu Akbar. Schaut mal, wenn wir nur zornig sind. Zornig, zornig. Wer kann uns da halten, liebe Geschwister? Aber subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war geduldig. Er ist nicht ausgeflippt wie wir. Und Allah azza wa jall, er bestätigt den wunderbaren Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا قَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Und durch die Gunst Allahs, durch die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal, warst du mild zu ihnen gewesen, ja Rasulallah. So warst du liebevoll zu ihnen gewesen. Sie haben dich geliebt. Sie haben es gemocht, in deiner Nähe zu sein. Allah sagt weiter, und wärst du harten Herzens geworden. Hör zu. Und ich rede jetzt insbesondere mit den Leuten, die nur weil sie ein Bart haben und eine Jalabiyya haben, sich besser sehen als andere und ihre Barmherzigkeit komplett verloren haben. Wallahi, das ist nicht der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durch die Barmherzigkeit Allahs warst du mild zu ihnen gewesen, liebevoll. Und wärst du harten, schroffen Herzens gewesen, wären sie dir davongelaufen. Und du bist ein Prophet, Allahu Akbar. Sie wären dir davongelaufen. Warum? Weil du es bevorzugt hast, liebevoll zu ihnen zu sein. So haben sogar diejenigen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten wollten, ihn zum Schluss über alles geliebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Einer wollte den gesamten sallallahu alaihi wasallam töten. Ja, nicht, welcher Hass war in seinem Herzen? Aber als er erlebt hat, wie der gesamte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, liebe Geschwister, subhanallah, so hat er niemanden mehr geliebt als ihn. Mehr als sein Vater, mehr als seine Mutter, mehr als seine Freunde, mehr als alles, was er in dieser Dunya besessen hat. Warum? Weil diese Liebe kam durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann möchte ich eine Überlieferung mit euch teilen, die manche Leute heute zum ersten Mal hören, liebe Geschwister. Eine frohe Botschaft vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und wahrlich, er hat es geliebt, uns frohe Botschaften zu überbringen. Er war Bashir wa Nadir, er war jemand, der frohe Botschaften überbracht hat, aber auch Warnung an die Menschheit. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baytin fi rabadi al-jannah liman taraka al-mira'a. Ich garantiere einen jeden am Rande das Paradies. Es gibt verschiedene Positionen vom Paradies. Es gibt Paradiesgärten, die sind am Rande. Dann gibt es Paradiesstufen, sie sind in der Mitte, liebe Geschwister. Ich garantiere einen jeden am Rande ein Paradies, der Al-Jidal unterlässt. Das bedeutet die unnötigen Diskussionen. Es gibt Diskussionen, die sind unnötig. Und wenn du dich darin vertiefst, das wird kaum dir etwas bringen, noch deinen Gesprächspartner. Sondern diese Sachen unterlässt man, liebe Geschwister. Wenn man das unterlässt, keine große Sache, so bekommt man ein Paradies, wo? Am Rande des Paradieses. Wa in kana muhiqqan, auch wenn er recht hat, so unterlässt er dieses Streitgespräch.
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Und ich verspreche ein jeden in der Mitte des Paradieses, Allahu Akbar, in der Mitte des Paradieses einen Platz, der was unterlässt, لمن ترك الكذب, der was unterlässt das Lügen, selbst wenn es nur aus Spaß ist. Viele lügen mit Spaß, das ist verboten, liebe Geschwister. Und es gibt eine Androhung vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Du darfst nicht lügen, um die Leute zum Lachen zu bringen. Das hat uns unsere Religion verboten. Unterlässt du das, wirst du belohnt. Du bekommst einen Platz, wo? In der Mitte des Paradiesgartens. Wabi baytin, das ist für uns jetzt interessant. Wabi baytin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqo. Und ich verspreche demjenigen, ein Platz im höchsten Paradies. Am Rand? Nein. In der Mitte? Nein. Diesen verspreche ich einen Paradiesgarten im höchsten Paradies. Der was hat einen guten Charakter. Möge Allah uns allen einen guten Charakter geben. Subhanallah, ein guter Charakter kann diese gewaltige Stellung ausmachen bei Allah. Sogar einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal. Liebe Geschwister, ich will, dass ihr mit euren Herzen zuhört. Stellt euch vor, ihr sitzt neben dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Was für ein Gefühl ist das? Welche Nähe hätte man zu ihm verspürt? Und schaut, wie viele Versuchungen es damals gab, damals schon in seiner Zeit. Aber was denkt ihr, wenn man mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zusammen war, dann hat man all diese Versuchungen vergessen, liebe Geschwister. Er sagte, nachdem er mit den Sahaba, radiallahu anhum, saß, يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Jetzt kommt ein Mann zu euch herein, er gehört zu den Leuten des Paradieses. بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ. Wie würdet ihr so einen angucken, wenn ihr wüsstet, der gehört zu den Paradiesbewohnern? Wie würdet ihr ihn angucken? Mit großen Augen. Wer kommt jetzt herein? Die Sahaba dachten, wer kommt jetzt herein? Abu Bakr oder Omar oder Uthman, wer kam herein? Ein Mann, den niemand kannte. Niemand. Er hatte einen nassen Bart, weil er gerade Wudu verrichtet hat. Wudu ist die Gebetswaschung. Gebetswaschung ist nicht, dass man sagt, Bismillah, la ilaha illallah Muhammad. Das ist nicht die Gebetswaschung. Die Gebetswaschung ist, dass du einen Körperteil nach dem anderen wäschst. Er hatte einen nassen Bart und er hatte seine Schuhe unter seinen linken Achse. Deswegen, die Schuhe trägt man mit was? Mit welcher Hand? Mit der linken Hand. Er sagte, jetzt kommt ein Mann auf euch zu, er gehört zu den Leuten des Paradiesgartens. Die Leute haben ihn angeguckt. Wer ist dieser Mann? Das kann doch nur einer der geehrten Sahaba sein. Ein Mann, den niemand kannte. Als die Leute gesehen haben, dass sie den Mann nicht kannten, haben sie überlegt, was hat ihn in das Paradies hereingebracht? Und einer, der besonders überlegt hat, war Abdullah ibn Amr ibn As. Radiallahu anhu warda. Ein Jugendlicher, der schon im Alter von 15, 16 Jahren jeden Tag den Koran komplett durchgelesen hat, der jede Nacht durchgebetet hat, der jeden Tag gefastet hat, bis der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat, es reicht. Bete, aber schlafe auch. Faste, aber breche auch dein Fasten. Und du brauchst nicht jeden Tag den Koran durchzulesen, sondern innerhalb von wie vielen Tagen? Habt ihr es gesehen? Okay. Innerhalb von 3 Tagen liest ihr einmal den Koran durch. Abdullah ibn Amr al-As sagte, ich kann mehr. Ich kann mehr. Aber subhanallah, der Prophet sallam hat es ihm nicht erlaubt. Im Übrigen, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu an, wir haben gesagt, er war ein Jugendlicher. Sein Vater kam und hat ihm gesagt, jetzt werde ich dich endlich verheiraten. Es reicht mir mit dir. Und er hat ihn verheiratet. So sagte Abdullah ibn Amr ibn al-As in einer Überlieferung bei Imam Muslim, Zawajani Abi. Mein Vater hat mich verheiratet. Ich hatte eigentlich vor, mit Allah die Zeit zu verbringen. Aber er hat mich verheiratet. Dann ging der Vater zu der Tochter am nächsten Tag. Er sagte, und was für ein Ehemann hast du bekommen? Sie sagte, was ist das für ein Ehemann, der nicht in seinen Schlafplatz hereinkommt und die ganze Zeit nur mit der Ibadah beschäftigt ist? Dann ist der Vater zu Abdullah ibn Amr al-As gegangen und hat ihn gebissen, weil er sauer war auf ihn. Ich verheirate dich und subhanallah mit einer wunderschönen Frau und du lässt sie alleine. Was hat er gemacht? Er ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Der Vater hat ihm gesagt, mein Sohn, dreh durch.
rede mit ihm. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht. Faste aber, breche auch dein Faste. Bete aber, schlafe auch. Und vor allen Dingen sollst du auch nicht jeden Tag fasten. Abdullah ibn Amr ibn al-As, er sagte, diesen Paradiesbewohner, den werde ich nicht in Ruhe lassen. Dann ist er zu ihm hingegangen und sagte zu ihm, Ya hada, o du, es gibt eine Sache zwischen mir und meinem Vater und ich kann die nächsten 3 Tage nicht zu ihm hingehen. Er wusste ganz genau, weil das Gastrecht ist wie lange? 3 Tage. In unserer Religion und in unseren Staaten, liebe Geschwister, und Alhamdulillah, das gibt es sogar noch in einigen Ländern, wenn du als Gast irgendwo hinkommst, du hast das Recht, 3 Tage aufgenommen zu werden. Und wenn der das nicht macht, wenn er dich nicht möchte, so kannst du das sogar beim Richter einklagen. Ich empfehle es dir nicht, weil dann wirst du nicht etwas essen ohne Spucke. Auf jeden Fall. Und auch Mutawakkil nicht einladen als Gast. Schaut mal, Subhanal Malik. 3 Tage durfte jeder irgendwo verbleiben als Gast. Du konntest nichts sagen. Und Abdullah ibn Amr ibn al-As, er wusste das. Also sagte er zu ihm, zwischen mir und meinem Vater gibt es etwas, ich kann die nächsten 3 Tage nicht hingehen. Darf ich bei dir übernachten? Was war sein Ziel? Dass er ihn beobachtet, weil er dachte, wenn so einer in Paradies kommt, der wird abends auf einer Rakete sitzen und ganze Zeit Sujud machen. So hat er gedacht. Also hat er an diesem Tag in dieser Nacht bei ihm geschlafen. Und er hielt die ganze Zeit die Augen offen. Er legte sich hin, ohne zu schlafen, und schaute die ganze Zeit auf die Seite von diesem Mann. Dieser Mann ist nicht in der Nacht aufgestanden. Zwischendurch hat er sich nur hin und her gedreht und hat gesagt, Subhanallah, Alhamdulillah. Wallahi, liebe Geschwister, wisst ihr, es gibt Leute, Allah liebt sie. Wenn sie sogar im Schlaf sind, so machen sie Tasbih, sie erwähnen Allah. Subhanallah. Und dann gibt es andere Leute, der redet den ganzen Tag sogar im Schlaf. Dinge, die keiner wissen möchte. Aber schaut, Subhanallah, manche Diener hat Allah Azza wa Jal dieses in ihren Herzen hereingelegt. Sie schlafen, aber er bepreist Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Abdullah ibn Amr, er schaute und er sagt, das ist alles. Bis zum Fajr-Gebet, der ist nicht aufgestanden. Er dachte, jetzt wird er 3 Stunden Qiyam al-Layl beten. Nichts passiert. Irgendwann ist er dann zum Fajr-Gebet aufgestanden, hat gebetet und dann ist er wieder schlafen gegangen. Abdullah ibn Amr hat bestimmt gedacht, ich habe was verpasst. Nächsten Tag werde ich ihn besser beobachten. Auch am nächsten Tag nichts Überraschendes. Und am dritten Tag nichts Überraschendes. Dann, liebe Geschwister, falamma wallaytu da'ani. Er sagte, dann bin ich zornig weggegangen. Was hat er schon Besonderes an Taten? Er hat nichts, was mich beeindruckt hat. So ging ich weg, so hat mich dieser Mann gerufen. Ich sagte zu ihm, was sind deine besonderen Taten? So sagte dieser Paradiesbewohner, ma huwa illa ma ra'ayt. Wallahi, das ist nichts anderes, als was du mit den Augen gesehen hast. Ghayra anni, außer, höre zu, ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin min al muslimina ghisha. Außer, dass ich niemals vorher in mein Bett hereingehe und nichts gegen einen Muslim im Herzen trage. Allahu Akbar. Und nichts gegen einen Muslim im Herzen trage. وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّهُ. Und ich beneide keinen Muslim dafür, was Allah Azza wa Jal ihm an Guten gegeben hat. Abdullah ibn Amr hat sofort verstanden. فَقَالَ عَبْدُلَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكْ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقْ. Das ist das, was Allah dir als Gnade gegeben hat. Und das ist das, was wir niemals schaffen können. Überlegt. Sind wir auch von dieser Sorte, dass wir abends, bevor wir schlafen gehen, sagen, Alhamdulillah, jetzt säubere ich mein Herz. Denn der Islam ist gekommen, liebe Geschwister, nicht nur als eine Reinigung von außen, dass wir auch nach der Sunna aussehen, dass eine Frau sich bedeckt und dass ein Mann sich auch tugendhaft anzieht. Nein, diese Religion wollte uns auch wo reinigen? Im Herzen. Im Herzen. Und so hat dieser Mann niemals vorher geschlafen, bis er gesagt hat, ich verzeihe jedem, der ein Muslim ist. Jedem. Und ich hege nichts gegen ihn im Herzen. Und ich werde ihn niemals beneiden für etwas, was Allah ihm gegeben hat. Das hat gereicht, dass er ein Paradiesbewohner ist.
Wie viele gute Taten hat er zusätzlich gemacht? Sagt es mir. Hm? Außer, dass er sich umgedreht hat, während des Schlafs nichts. Und Abdullah ibn Amr hat sofort verstanden, das ist das, was uns was sehr schwer fällt, liebe Geschwister. Allahu Akbar. So waren diese Sahaba radiallahu anhum gewesen. Überlegt, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auf dem Weg, dann kommt einer, er wollte ihn töten. Einmal, zweimal, dreimal. Dreimal wollte er ihn töten. Und irgendwann, als die Muslime gegen die Kuffar gekämpft haben, haben sie diesen Mann festgenommen, der eigentlich der Mörder vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam sein sollte. Aber es passiert nichts, außer was Allah bestimmt hat. Deswegen habt keine Angst, liebe Geschwister. Wir wissen, nichts wird uns passieren, außer was Allah für uns geschrieben hat. Sie haben ihn festgenommen und zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam in die Masjid gebracht. Dort wurde er angebunden, er wurde festgenommen. Und so hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, was denkst du, werde ich mit dir tun? Er sagte, wenn du mich in Ruhe lässt, so werde ich es dir vergelten. Du wirst nicht traurig sein, ich werde dir etwas geben, womit du zufrieden bist. Aber wenn du mich anrührst, so wisse, ich habe Leute hinter mir, die werden dich morgen töten. Überleg, der ist angebunden und droht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch am zweiten Tag sagte er dasselbe und am dritten Tag. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was denkst du, werde ich mit dir tun? Er sagte, ich hoffe, dass du mich nicht anrührst. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass ihm Datteln gebracht wird und dass er auch klares, sauberes, kühles Wasser bekommt. So wurde er geehrt. Die Sahaba radiallahu anhum haben diesem Mörder, der ein Mörder sein sollte, diese Dinge gegeben zum Essen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn befohlen, lasst ihn los. So ist er losgegangen, dieser Mann, und kam nach einer Zeit wieder zurück, nachdem er sich unten gesäubert hat. So schaute der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstaunt und so sagte der Mann zu ihm, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wer war dieser Mann? Ha? Wer war dieser Mann? Von den Sahaba. Ich weiß, ihr kennt Michael Jackson und Dr. Dre und 50 Cent, aber wer war dieser Mann? Nein. Nein, nicht Omar. Thumama radiyallahu anhu arda. Ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, aber auch ein Muschrik, ein Götzendiener. Er hat drei Tage in der Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gestanden, angebunden und hat die Muslime beobachtet. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn befreit hat, kam er wieder und hat gesagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Er sagte, ich wollte es nicht als ein Mann sprechen, der gezwungen war, der angebunden war. Vielmehr wollte ich dieses Glaubensbekenntnis sprechen als freier Mann. Und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, Wallahi, ma kana ala al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Bei Allah, es gab kein Gesicht, was ich auf der gesamten Erde mehr gehasst habe als dein Gesicht. فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيْهِ. Heute aber ist dein Gesicht mir das liebste Gesicht. وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ. Ich habe keine Religion mehr gehasst als deine Religion, die Religion des Islam. فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ. Und heute ist deine Religion mir die liebste Religion. وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ. Ich habe keinen Ort mehr gehasst als der Ort, an dem du dich befindest, auf dem du läufst. فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيْهِ. Und heute ist der Ort, wo du dich befindest, mir der liebste Ort. Sag mir bitte, liebe Geschwister, was hat Thumama radiallahu an in diesen drei Tagen gesehen? Leute, die sich aufführen wie wir? Leute, die sich wegen jeder Sache streiten? Leute, die hasserfüllt miteinander reden? Leute, die behaupten, eine Gemeinschaft zu sein,
aber sie hassen sich am meisten, vielleicht hassen sie sich untereinander mehr als andere Leute. Nein, Thumama radiallahu anhu hat das schönste Benehmen gesehen vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hätte ihn töten können. Überlegt mal, eine Person kommt und möchte dreimal versuchen, euch zu töten. Bei Allah, wie würden wir ihn behandeln? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Niemals. Niemals. Er sah, wie die Muslime sich verhalten haben in der Moschee. Wie liebevoll sie miteinander umgegangen sind. Wie brüderlich sie miteinander umgegangen sind. Dass sie sich für Allah Azza wa Jal einzig und alleine geliebt haben. So hat das sein Herz gestärkt und er war dann auf dem besten Weg, diese Rechtleitung zu beschreiten. So hat Allah sein Herz geöffnet und er ist Muslim geworden. Thumama radiallahu anhu, er war ein großer Geschäftsmann. Die Kuffar haben ständig von ihm Heu und Weizen gekauft. Und ihr wisst, liebe Geschwister, das sind Produkte, auf die man nicht verzichten kann. Als er Muslim geworden ist, sagte er zu diesen Leuten, ab heute kriegt ihr keine einzige Sache mehr von mir, außer mit der Erlaubnis des Propheten Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, als er Muslim geworden ist, er hat gleich seine Dienste in den Islam gestellt. Subhanallah. Was sind das für Leute, liebe Geschwister? Leute, denen Allah Azza wa Jalla wahrlich Gnade erwiesen hat. Diese drei Tage haben gereicht, um ein anderes Bild ihm vom Islam zu vermitteln. Und das ist unsere Aufgabe. Richtig, die Deutschen hier werden gefüttert von der zionistischen Presse, die über uns lügt, Tag und Nacht. Tag und Nacht lügen sie über uns. Schaut mal, was sie für Begriffe kreiert haben, bis die Deutschen heute denken, was sind das für Leute, die von der ISIS sind. Hat der Islam mit ISIS begonnen? Ich frage euch, gab es das Gebet vor ISIS, ja oder nein? Gab es das Fasten vor ISIS, ja oder nein? Gab es den Koran lesen vor ISIS, ja oder nein? Aber sie haben es geschafft mit ihrer hinterhältigen Masche. Möge Allah Azza wa Jal sie vernichten. Dass die Menschen, die vielleicht eigentlich ein offenes Herz für den Islam hätten, dass sie diese Leute so verderben, dass diese Leute nur noch schlecht über uns denken. Salafisten, welche Kuffar haben damals den Propheten sallallahu alaihi wasallam so genannt? Sagt es mir. Selbst sein eigener Onkel, der 20 Jahre ihn bekämpft hat, Abu Jahl, hat er Salafist gesagt? Keiner! Das war der Anfang des Islam. Und heute wollen sie uns nach 1400 Jahren sagen, nein, der Islam ist ein ganz anderer Islam. Und ihr wisst, das Wort Salafismus wird nur benutzt, damit sie den Leuten weismachen. Und passt bitte auf, liebe Geschwister, es gibt den Islam und den Salafismus. Ist das richtig? Nein. Was ist Salafismus, was sie erzählen? Das ist, liebe Geschwister, mit einem Wort, das ist der Ursprung der Religion. Wer sind die Salaf? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die und Sahab. Und die ISIS? Ich frage euch, gab es sie damals? Nein. Und heute, wenn du betest und fastest und versuchst Allah zu fürchten, wie nennen dich die Leute? Sie nennen dich Salafist. Wallahi, die schlimmsten Mushrikun. Und das sagen wir der Presse, dass ihr noch schmutziger seid als diese Götzendiener. Die schlimmsten Mushrikun damals, Götzendiener haben das nicht gemacht. Wie könnt ihr euch trauen, so etwas zu machen? Aber wer kein Gewissen hat und wer selbst von seiner Religion nichts hält, der muss natürlich an die Wahrheit heran. Und die Wahrheit ist nur der Islam, sagt Alhamdulillah. Das ist unsere Religion, mit der wir leben und sterben, inshallah, ob sie wollen oder nicht. Sie können alles von uns nehmen, aber was können sie uns nicht aus den Herzen reißen? Diesen Islam, liebe Geschwister. Das ist der Islam, für den wir leben und sterben, bi'idhnillahi samiyal alim. Schaut, drei Tage war er da. Er hatte ein verkrampftes Herz, voller Hass. Und plötzlich liebte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr als alles andere. Allahu Akbar. Bis der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Man ahabbu ibadillahi ila Allah. Wer sind die Diener, die Allah azza wa jal am meisten liebt? Qala ahsanuhum khuluqa. Diejenigen mit dem besten Charakter. Allahu Akbar. Du brauchst gar nicht so viel aufzuwenden, dass du denkst, das muss ich tun, um zu den Besten zu gehören. Wallahi, es ist viel leichter, als wie du denkst. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum
بأحبكم إلي. Soll ich euch sagen, wer diejenigen sind, die mir am liebsten sind, وأقربكم مني, und diejenigen, die mir am nächsten sein werden, am nächsten sein werden, يوم القيامة. So hat das Volk geschwiegen, bis er sagte, sallallahu alaihi wasallam, أحسنكم خلقا. Das sind diejenigen mit dem besten Charakter. Wallahi, manche denken, die müssen 3 Milliarden Sadaqa geben, ein Almosen von 3 Milliarden, damit sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sein dürfen. Oder die müssen 100 Moscheen bauen. Nein! Was ist unsere Aufgabe? Einen guten Charakter zu zeigen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ. Nichts ist besser an Taten, gewichtiger an Taten, als ein guter Charakter. Was bedeutet das für dich und mich? Sehen wir nicht manchmal Leute, die sterben im Krieg? Und er sieht vielleicht nicht richtig nach der Sunna aus. Aber wie stirbt er? Mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Was könnte dazu geführt haben, dass er mit diesen gewaltigsten Wörtern gestorben ist? Dass er zum Beispiel einen guten Charakter gehabt hat. Deswegen urteile nicht über Menschen. Es kann sein, dass einer vielleicht keinen Bart hat. Deswegen darfst du ihn nicht schmähen. Einer hat vielleicht keinen Bart und wir sagen, der Bart gehört zur Religion. Möge Allah uns allen wertige Gesichter geben. Der Bart gehört zur Religion, aber es ist nicht alles. Weil manche definieren den Bart als alles und sagen, außer dem Bart gibt es nichts im Islam. Falsch, ja. Falsch. Falsch. Und daher sollen wir lernen, es gibt Dinge, die sind so schwer auf der Waagschale, schwerer als der Bart. Was? Das Gute, Benehmen, der gute Charakter. So sterben manche Leute und urteile niemals über diese Leute. Denn wird Allah jeden mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben lassen? Bei Allah nicht. Es gab etwas in ihren Herzen, ein Geheimnis zwischen Allah und ihnen. Und deswegen haben sie dieses großartige Ende bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Hört, liebe Geschwister, mit mir. Manche machen wenig Taten. Es gibt Leute, der sagt dir, ich gebe zu, ich bin faul. Ich mache meine Pflichten, aber mehr als meine Pflichten, ich brauche auch viel Ruhe. Es gibt diese Leute, kein Problem. Aber diese Person hat was? Einen guten Charakter. Höre, was er erreicht in seinem Leben. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. Der Gläubige, er erreicht mit seinem guten Charakter die Stufe, höre zu, von einem, der dauerhaft in der Nacht betet, jede Nacht, und auch dauerhaft jeden Tag fastet. Dieses erreicht einer, der einen guten Charakter hat und niemals in der Nacht gebetet hat und niemals sonderlich freiwilliges Fasten betrieben hat. Er hat diese Stufe erreicht. Durch was? Durch einen guten Charakter. Als ob er jede Nacht betet und jeden Tag fastet. Hat er es getan? Nein. Das ist eine Person, er hat wenig gute Taten, aber durch seinen guten Charakter hat er die höchste Stellung bei Allah Azza wa Jalla. Und dann eine andere Person, so kam eine Gruppe von Leuten zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam und sie sagten, Ya Rasulallah, inna fulanatan taqumul layl wa tasumul nahar wa taf'al wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Es gibt eine Frau, o Gesandte Allahs. Diese Frau macht was? Sie betet in der Nacht und sie fastet am Tag. Und sie tut Gutes, sie liest den Koran, gedenkt Allahs und spendet. Aber am Tag lästert sie über ihre Nachbarn. Mit anderen Worten, was ist ihr Urteil, ja Rasulallah? So sagte der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine Offenbarung von Allah. Und glaubt niemals, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, in der Religion etwas sagt, außer dass er Offenbarung bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagte er? Diese Frau hat gute Taten, aber auch schlechte Taten. Er sagte, La khayra fiha hiya min ahlin nar. Es gibt nichts Gutes an dieser Frau. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Allah. Lasst uns beide Hadithe miteinander vergleichen. Was hat der eine gemacht, der nicht sonderlich motiviert war, gute Taten zu machen? Was war seine gute Tat? Ein guter Charakter. Außer dieser Tat, was hat er großartig gemacht? Nichts. Diese Frau hat was gemacht?
Zählt mit mir auf. Sie hat in der Nacht, nicht nur gebetet, in der Nacht gebetet. Das ist ein Unterschied. In der Nacht gebetet, nein. Am Tag gefastet. Was noch? Gespendet. Koran gelesen, alles. Aber was hat sie gemacht am Tage? Gelästert. Über ihre Nachbarn. Schlecht geredet. Vielleicht gelogen über sie. Haben ihr ihre guten Taten etwas gebracht? Bei Allah, nein. Und ich möchte nur einen Brief an meine Geschwister schicken. Diese Frau hatte noch einige gute Taten. Wir haben nicht mal diese guten Taten, aber unsere Zungen sind schärfer als das Schwert von Ali ibn Abi Talib. Diese Frau hatte gute Taten. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Warum? Hat Allah nicht ihre Taten akzeptiert? Doch. Aber wenn du auch gute Taten machst, du betest in der Nacht und du fastest am Tage und du liest den Koran und du gedenkst Allahs und du spendest, aber jetzt kommt dein Verhängnis, du redest schlecht über Leute, du lügst über sie, du beleidigst, beschimpfst diese Leute, wo gehen deine guten Taten hin? Zu der Person, über die du das gemacht hast. Zu dem, über den du gelästert hast. Also warum ist sie im Höllenfeuer? Weil alle gute Taten, die sie gemacht hat, hat sie wen geschenkt? Na, denjenigen, über den sie gelästert hat. Deswegen, liebe Geschwister, seien wir nicht dumm. Und ich meine das Wort dumm. Du hast Kraft aufgewendet. Und du hast dich bemüht, eine gute Ibadah zu machen. Diese Ibadah, die du gemacht hast, wird nicht in deinem Lohnbuch sein, sondern im Lohnbuch von demjenigen, dem du etwas Schlechtes angetan hast. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, es wird einen Pleitegegangenen geben, Yawmul Qiyamah. Wer ist er? Das ist eine Person, er kommt mit Gebet und mit Fasten und in einer Überlieferung mit Zakah und Hajj. Aber den hat er beschimpft und den hat er geschlagen und den hat er sein Geld geklaut und den hat er sein Blut vergossen. So wird jeder von denen, denen er etwas Schlechtes angetan hat, von seinen Hasanat bekommen. Und diese Hasanat sind gewichtige Hasanat. Warum? Das sind die Hasanat, die er wirklich verdient hat, die Allah angenommen hat. Das heißt, von seinen besten Taten, von der Tat, die er in der Nacht aufrichtig für Allah gemacht hat, diese Tat geht in das Lohnbuch von wem? Von der Person, der er Schlechtes angetan hat. Warum? Warum dieses harte Urteil? Allah will diese Gesellschaft schützen. Was bringt es, dass wir schlecht übereinander reden? Bringt das Frieden zwischen uns? Sagt es mir. Was bringt das, liebe Geschwister? Krieg, Feindschaft. Schaut mal, wie viele Schlägereien und Blutvergießen aufgrund dessen passiert sind. Allah will diese Gesellschaft schützen. Und deswegen diese harte Strafe. Allahu Akbar. Daher verstehen wir, dass ein guter Charakter etwas Wertvolles ist bei Allah Azza wa Jalla. Du kannst heute so viel an guten Taten machen, was du willst. Aber wenn du schlecht über deine Geschwister redest, wenn du Unrecht tust, wallahi wisse, deine besten Taten werden Yawmul Qiyamah jemand anderem zugeschrieben, gut geschrieben, der dann aufgrund deines üblen Verhaltens in das Paradies hereingeht. Möge Allah uns recht leiten. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem, der einen edlen Charakter hatte. Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala, einer der großen Gelehrten, liebe Geschwister, der vor etlichen Jahren verstorben ist. Sheikh Ibn Baz war blind. Und ein Schüler erzählte von ihm, eines Tages, als Sheikh Ibn Baz in der Nacht gebetet hat, kam ein Räuber durch das Fenster bei Sheikh Ibn Baz herein. Und ihr wisst, die Blinden haben andere gute Eigenschaften. Was können sie besonders gut? Ja. Gut hören. Er hat das gehört, dass jemand Fremdes in seiner Wohnung ist. So schrie er, dass die Leute aufmerksam wurden auf diesen Mann, der fremd in dieses Haus hereingegangen ist. So haben sie das Licht überall angemacht und haben gesehen, es gab einen Räuber, der in das Haus von Sheikh Ibn Baz, als ob er kein anderes Haus gefunden hat, hereingekommen ist. So fragte ihn der Sheikh, wer bist du? Er sagte, ich bin jemand, der etwas mitnehmen wollte. Er hat es ihm klar gesagt. Was sagte Sheikh Ibn Baz? Er sagte zu seinen Schülern, geht
und besorgt jemanden, der für ihn Essen macht. So haben sie Essen für ihn zubereitet und dann hat er gegessen. Und als er fertig war mit dem Essen, sagte Sheikh Ibn Baz rahimullah ta'ala zu ihm, nachdem du gegessen hast, schaut mal subhanallah, wie er erstmal eine Person ruhig stellt, sagte zu ihm, warum bist du hier hereingekommen, um mich zu beklauen? Er sagte, wallahi, ich habe einen Vater, der liegt im Krankenhaus. Möge Allah azzawajal alle unsere Geschwister auf der gesamten Welt, möge Allah ihnen Shifa, Heilung geben. Und ich brauche 10.000 Rial und 5.000 habe ich gerade mit Mühe und Not zusammenbekommen und 5.000 fehlen mir noch. Dann fragte Sheikh Ibn Baz, in welchem Krankenhaus liegt er? Dann sagte er zu ihm, der Bruder war ein Pakistaner, was nichts heißen soll. Es gibt auch vernünftige Pakistaner, wo auch immer sie leben mögen. Er sagte zu ihm, zu einem Schüler von ihm, erkundige dich, ob sein Vater wirklich im Krankenhaus liegt und ob die Geschichte stimmt. Schaut mal, der Scheich, er will Gutes tun, aber bevor er Gutes tut, was macht er? Er erkundigt sich. Weil heute, wenn einer zu dir kommt und sagt dir, hast du mal 56 Cent für mich? Du weißt doch, subhanallah. Ich meine, überleg doch. Wir erkundigen uns erstmal und dann helfen wir. Aber manche Leute, subhanallah, weil er ein gutes Herz hat. Aber das ist hier an dem Moment richtig oder falsch? Falsch, weil wozu helfen wir ihm? Zum Schlechten. Was wird er machen mit den 56 Cent? Alkohol kaufen. Ja, Alkohol kaufen. Ist das gut? Haben wir ihm beim Guten geholfen? Natürlich nicht. Deswegen, liebe Geschwister, Sheikh Ibn Baz hat jemanden beauftragt, er sollte sich informieren, ob diese Person wirklich die Wahrheit gesagt hat. Als dem Sheikh das bestätigt wurde, hat er zu ihm gesagt, holt mein Geld. So hat er ihm 5.000 Rial gegeben, die ihm gefehlt haben. Und er hat dem jungen Mann 5.000 Rial auch gegeben. Subhanallah. Dieser junge Mann ist einer der besten Schüler von Sheikh Ibn Baz geworden. Er hat sich gesagt, ein Mann, der sich so verhält, er kann nur zu den besten Gläubigen gehören. Und dann war er immer in den Sitzungen von Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala, bis zu seinem Tod. Und als Sheikh Ibn Baz gestorben ist, wenn dieser Mann nur in der Nähe vom Haus von Sheikh Ibn Baz war, hat er geweint, richtig geschrien und dann ist er in Ohnmacht gefallen. Jedes Mal ist das passiert. Subhanallah, dieser junge Mann, liebe Geschwister, er hat eingesehen, dass es Leute gibt, die wahrhaftig sind. Schaut mal, wir Prediger können viel erzählen. Und ihr könnt viel erzählen. Wir können jedem etwas erzählen, eine Geschichte. Du siehst unsere Brüder, mashallah, er kommt, er sagt, so sitzt er. Alhamdulillah. Er redet nicht viel. Aber zu Hause. Deswegen sagen wir, in der Moschee Abu Bakr und zu Hause Abu Jahl. Ist das, was unsere Religion von uns möchte? Wallahi, ich urteile niemals nach den Brüdern, die in der Moschee kommen. Weil hier sagt dir jeder, barakallahu fik. Jeder redet so. Ich frage auch nicht einen Koranlehrer, wie ist dein Schüler? Warum? Wie wird er sich gegenüber dem Koranlehrer verhalten? Gut. Wisst ihr, wen ich frage, wenn ich wissen will, ob eine Person gut ist oder nicht? Wen? Seine Frau. Seine Ehefrau. Sie kennt ihn am besten. Wird sie auch sagen, der ist nett zu mir? Sie wird sagen, gestern zwei blaue Augen, vor einer Woche ein rotes Auge. Aber in der Moschee, barakallahu fik. Ja, wa fika barakallahu habib. Frag seine Frau! Sie gehört zu den Menschen, die ihm am nächsten sind. Frag sie. Dann wirst du hören, wie er wirklich zu Hause ist. Und ihr wisst, Frauen, in dieser Sache, sie lügen nicht. Sie erzählen auch alles, was sie tief im Herzen vergraben haben. Was wir sogar selber vergessen haben. Daher, liebe Geschwister, wallahi, es bringt nichts, dass wir Leuten etwas vormachen. Wie geht's dir, Habibi? Ich hab dich vermisst für Allah. Ich liebe dich für Allah. Und, und.
Und wie behandelst du deine Familie? Ist seine Familie ihm näher als die Brüder? Ja oder nein? Natürlich. Das heißt, wer hat mehr Anrecht, von ihm gut behandelt zu werden? Seine eigene Familie. Sag mal, meine Frau ist eine Schreckschraube. Du auch? Du genauso. Das hat ja Grund, warum ihr beide euch streitet. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht, dass man sich mal zu Hause streitet. Das kam in den besten Familien vor. In den besten Familien, bei Sahaba radiallahu anhu. Es geht nicht darum, dass man sich streitet. Es geht darum, wie man sich im Streit verhält. Deswegen sagen die Ulama, wenn du das wahre Gesicht von einer Person erleben willst, erleb ihn, wie er ist, wenn er was? Zornig ist. Hier kann er sich nicht verstecken. Einem wurde einmal ein Video gezeigt. Der hat eine Person gesehen in dem Video. Er sagt, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Was ist das für ein hässliches Gesicht, was diese Person hat? Man sagte zu ihm, das bist du, wir haben dich aufgenommen, als du zornig warst. Er hat sich selbst nicht erkannt. Bei Allah, er hat sich selbst nicht erkannt. Weil wenn man zornig ist, dann ist man ein ganz anderer Mensch, liebe Geschwister. Und genau in diesem Moment vom Zorn beweist sich, wer die Person tatsächlich ist. Und ich will beenden, liebe Geschwister, indem ich darüber rede, wie kann man seinen Charakter verbessern. Es gibt Leute, der sagt dir, mein Charakter ist nun mal so. Nein, das reicht uns nicht. Frage an euch. Allah Azza wa Jalla sagt, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns nichts von der Religion auferlegt, außer was wir wirklich auch umsetzen können. Sag. Jetzt die Frage. Wenn der gute Charakter nicht erlernbar wäre, hätte Allah uns das aufgetragen? Nein. Das heißt, alles, was Allah uns aufgetragen hat, ist auch möglich umzusetzen. Nur, wir müssen es wollen. Denk du nicht von dir selber, dass du einen guten Charakter hast. Frag mal deine Brüder. Die werden dir schon die Wahrheit sagen. So wirst du wissen, ob du einen guten Charakter hast oder nicht. Frag deine Brüder, vor allen Dingen die, mit dir auf Reise sind. Denn Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, das ist nicht vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es gibt zwei Merkmale, wie wir erkennen können, ob jemand gut ist oder nicht. Indem wir mit ihm Handel betreiben und verreisen. An diesen zwei Eigenschaften merkst du, ob eine Person so ist, wie er tut oder nicht. Deswegen, du kannst nicht sagen, ich bin halt so, ich kann das nicht ändern, du musst das ändern. Wozu führt ein schlechter Charakter, was haben wir gesagt? Worein? In das Höllenfeuer. Und das sind sogar die häufigsten Gründe, warum jemand in das Höllenfeuer hereinkommt. Das sind die häufigsten Gründe, warum jemand in das Höllenfeuer hereinkommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَى. Derjenige, der sich bemüht, das Gute zu machen, so wird er es erreichen. Du bittest Allah, ja Allah, gib mir einen guten Charakter. Ja Allah, mache, dass ich von den Sünden wegkomme. Ja Allah, das ist deine Sache zwischen dir und Allah Azza wa Jalla. Aber du musst daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen kann. Weil manche machen Dua und während sie Dua machen, hä? Glauben sie daran, dass das erfüllt wird? Nein, dieser Dua ist bei Allah wertlos. Du musst fest daran glauben. Ja Allah, gib mir einen guten Charakter. Möge Allah uns allen einen guten Charakter geben. Derjenige, der das Gute versucht zu tun, so wird er es schaffen. Und derjenige, der versucht, das Schlechte zu vermeiden, so wird es von ihm abgewendet werden. Das sind die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daher, liebe Geschwister, lasst uns nicht unsere Hoffnung verlieren, dass wir immer dieses Bittgebet machen. Zweitens, frag deine Brüder, wenn du Fehler an mir siehst, dann bitte korrigiere mich. Ich weiß, dass das vielen von uns schwerfällt. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, überlegt, Amirul Mu'minin, er sagte, Rahim Allah, man ahda ilayya uyubi. Allah soll mit demjenigen barmherzig sein, der mir meine Fehler aufzeigt. Wer sagte das? Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Subhanallah. Einmal saß Umar ibn al-Khattab mit Salman al-Farisi, radiallahu anhu. Salman al-Farisi war
war einer der gewaltigen Sahaba, liebe Geschwister. Dann sagte Umar ibn al-Khattab, und er war Khalif, er sagte zu ihnen, sind dir Dinge an mir aufgefallen, die du nicht magst und die die Menschen an mir nicht mögen könnten? Und dann sagte Salman al-Farisi, in der Tat ja. Er sagte zu ihm, was? Sagte zu ihm Salman al-Farisi, ich habe gesehen, du hast schon zwei verschiedene Stoffkleider getragen. Verschiedene. Man könnte denken, du nutzt deine Position aus. Überlegt mal. Zwei verschiedene Stoffkleider als Khalif. Und ich habe bemerkt, dass du immer von der besten Margarine isst. Unterlasse das. Er sagte, möge Allah mir dazu verhelfen, diese Dinge ab heute zu unterlassen. Subhanallah. Heute lass einen so mit dir reden. Du löschst nicht nur seine Nummer. Du löscht seine nächsten Generationen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und den Sahaba, liebe Geschwister. Wenn sie etwas erfragt haben, so waren sie wirklich daran interessiert, dass sie verbessert werden. Aber was uns anbelangt, so tun wir nur, als ob wir bescheiden sind oder nicht. Aber kennt Allah die Herzen? Er kennt sie. Subhanahu wa ta'ala. Und dann nur noch ein Wort an meine Geschwister. Und dieses Wort ist mir sehr wichtig. Und ich bitte jeden, dass er die Ohren spitzt. Der Islam wurde von uns von der ersten Sekunde nicht verstanden, wenn wir einen schlechten Charakter haben. Mit anderen Worten, alle Ayat, die du gelesen hast und alle Hadithe, die du gehört hast, sind Yawmul Qiyamah ein Beweis für oder gegen dich? Gegen dich, dass du trotz dieses Wissens einen schlechten Charakter weiterhin behalten hast. Lebe damit, sei glücklich oder verbessere dich. Möge Allah Azzawajal uns zu den besten Eigenschaften verhelfen. Möge Allah Azzawajal uns allen guten Charaktereigenschaften geben. Möge Allah Azzawajal uns dazu verhelfen, dass wir nicht über unsere Geschwister lästern. Dass wir nicht unsere Geschwister verspotten. Dass wir nicht über unsere Geschwister lügen. Dass wir nicht unsere Geschwister neiden. Möge Allah uns dazu verhelfen, dass wir unseren Geschwistern jeden Tag helfen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan für euer gutes Zuhören, liebe Geschwister.